Ja, ein Eisenschwert finde ich gut und ich werde es. Alter, es ist ein Team. Beide Eisenschwert. Läuft bei euch. Ungeheuer guten Tag wünsche ich euch und willkommen zu einer Runde Quick SG. Und es geht doch direkt los. Da vorne steht doch schon direkt jemand vor mir. Oh. Hallo, du da. So. Warum ich eine Runde Quick SG spiele, hat einen Grund, denn wir sind heute am Samstag. Oh. Läuft bei euch. Kriegt mal die neuen Maps hier. Wir sind heute auf einem Zuschauertreffen, das der Commander Krieger organisiert, eingeladen. Und deswegen sind wir heute nicht zu Hause. Und es sind jetzt gerade 5:10 Uhr morgens und wir fahren um 6 Uhr mit Revi und Dena im Auto dahin. Das heißt, ich habe jetzt noch genau ungefähr eine Stunde Zeit, das Video hier komplett zu produzieren, aufzunehmen, zu schneiden, hochzuladen und so weiter und so fort. Oh, der hat ein Eisenschwert. Wenn ich mir den von hinten schnappe. Ach, das ist diese Call of Duty Map. Hey, ich würde dein Eisenschwert gerne haben. Oh! Er dreht sich um. Eskaliert komplett, der Junge. Er eskaliert komplett. Läuft bei ihm. Hab ihn weggesprengt? Habe ich ihn weggesprengt? Jawohl. Aber ich habe leider mit dem anderen TNT-Block wahrscheinlich das Eisenschwert zerstört. Aber war gut gelegt, das TNT. Alter, habe ich ihn weggesprengt? Hallo, du da oben. Hallo, du da unten. Hallöchen, ihr alle. Oh Mann. Du hast keine Waffe? Zu diesem Zeitpunkt im Spiel hast du keine. Du hast keine Waffe? Alter, du hast ja mittlerweile, müsstest du schon 10 Waffen haben. Mein lieber Freund. Da bist du aber ein bisschen langsam, ne? Wir haben nicht mehr so viele Leute. Richtig krass. Erste Runde, die ich das Spiel überhaupt spiele. Direkt eine ganz coole Runde. So, der andere hat eh keine Waffe. Das heißt, du bist der letzte Gegner mit Waffe. Ah, ne, da ist noch einer mehr. Hallöchen. Und da habe ich dich ohne Waffe auch noch geholt. So. Ich habe noch einen über und da ist der. Und. Oh mein Gott, das war ganz knapp weggekommen. Haben wir noch einen Gegner oder ist vorbei? GG. Hacker? Lol, Hacker? Okay, gut. Dann weiß ich ja Bescheid, dass ich ein Hacker bin. YOLO. Gut, dann wissen wir jetzt auch schon mal, dass wir ein Hacker sind. Das ist schon mal eine gute Erfahrung. Und dann sind wir in der zweiten Runde. Da ist eine Kiste und da ist eine Kiste. Ich glaube, erstmal renne ich da hin und hoffe, dass eine Waffe drin ist. Und töte. Nein, scheiße. Jetzt müssen wir ganz schnell zu der Kiste da. Ja, eine Waffe. Und. Hallo, mein lieber Freund. Oh, direkt eine volle Ausstattung hier. Sehr nice. Du bist der Nächste. Bam, Junge, du wirst jetzt weggefistet. So, die Sachen wolltest du mir nicht gönnen. Nee, wolltest du lieber in den Abgrund springen. Macht nix. So. Alter, wie der einfach die ganzen Sachen mit in den Tod genommen hat. Macht aber nix. Kommen wir doch nochmal hoch? Ja, kommt man nochmal hoch. Alles kein Problem. Das ist auch eine Call of Duty Map. Lustig. Ja, warum ich jetzt um diese Uhrzeit hier aufnehme, habe ich ja eben schon angesprochen, weil ich mit, oh, geil, Diabrust. Die ist aber ein bisschen verändert worden, die Map. Weil ich mit Dena und Revi auf ein Zuschauertreffen weit fahre, das von, wie gesagt, von Command Krieger organisiert wird. Da sind auch noch viele andere Leute. Werdet ihr dann halt im Umfeld. Oh, du hast erstmal eine Dia-Brustplatte und einen Goldapfel gefressen. Läuft bei dir. Läuft bei dir. Jetzt kommt der andere. Und will bestimmt abstauben, ne? Aber nein. Ja. Ich wusste, du wusstest schon, dass ich komme, ne? Das wusstest du schon. Sowas nennt man Bow-Spammer. Okay. Oh nein. Jetzt kommt von der Seite jemand. Oh mein Gott, da sind zwei gekommen. Und der eine hat den anderen angegriffen und so konnte ich entkommen. Oh mein Gott. Das war ja sowas von knapp. Das war ja sowas von ultra knapp. Oh, ganz schnell weg. Oh mein Gott. Alter, das war. Ich war so gut wie tot. Alter, das. Da habe ich auf.
Nur auf diesen einen geachtet, der mich im Bogen voll gespammt hat. Boah, und ich habe Nasenjucken. So, ich bin richtig gut ausgerüstet. Eine Angel kann ich mir noch gönnen hier. Ja, also ich bin echt richtig gut ausgerüstet. Jetzt gehen wir mal wieder drauf. Leben haben wir wieder genug. Boah, meine Nase juckt so derbe. Richtig krass, was ist da los mit der Nase? Da vorne ist einer. Hallöchen. Popöchen, du hast erstmal ein Eisenschwert. Jo, wahrscheinlich. Und damit hast du nicht gerechnet, ne? Du warst nicht mit dem Bogen, oder? Oh, oh, weggekombot, Alter. Weggekombot. Vom Feinsten. Scheiße, es kommt Deathmatch schon direkt. Schade. Und ich habe das Eisenschwert nicht aufgehoben. Oh, nee, das ist der mit dem Bogen. Ist das der mit dem Bogen? Keine Ahnung, aber Bogenkampf, da bin ich immer gerne bereit. Okay. Machen wir einen schönen Bogenkampf, Leute. Hey, jetzt auf einmal. Jetzt auf einmal kommst du dann nah. Kein Problem. Du bist ein bisschen Lava. Da mache ich ein Pflaster drauf, da ist alles okay. Wenn ihr wüsste, dass ich nur ein Herz habe. Wenn ihr das wüsste. YOLO. Oh mein Gott, ich war in dieser Runde schon mehrmals kurz vor dem Tod. Der war wahrscheinlich auch kurz vor dem Tod gewesen, ne? Kann auch gut sein. Yo, mein lieber Freund. Zack. Die. Sorry, ungespielt, verzeihst du mir? Ach, das war der, der eben geschrieben hat, Hacker. Ach, alles okay. Alles okay. Alter, ich nehme noch keinen böse, wenn er mir Hacker schreibt. Wenn der. Ne, schreibt, der hat eben in die ersten Runde Hacker geschrieben. Ich nehme noch, das ist noch kein böse. Ich würde sagen, eine Runde hängen wir noch innen dran. Macht gerade Spaß. Und da sind wir auch schon in unserer letzten Runde von unserer kleinen Survival Games, Quick Survival Games Session. Und wir haben ein Schwert. Oh, sehr geil. Ein Schwert. Wie vom Pferd. Hallo du, boah, sind hier. Oh Gott, ist das eine. Was ist, ich kenne die Map nicht richtig. Aber jetzt haben wir ein bisschen Rüstung. Alter. Okay, wir holen uns einfach beide. Den da holen wir uns jetzt. Und dann holen wir uns den da direkt im Anschluss. Aber er rennt weg. Ne, den würde ich mir gerne noch holen. Den haben wir jetzt schon einmal angegriffen. Ah, den möchte ich mir jetzt auch holen. So. Jetzt kurz mal Rüstung anziehen. Und dann weitermachen. Okay, einmal was essen. Rüstung anziehen. Und ein Eisenschwert. Oh, ich guck mal einfach mal in die Truhe. Random rein. Finde ich gut. Ja, ein Eisenschwert finde ich gut und ich werde es. Alter, es ist ein Team. Beide Eisenschwert. Läuft bei euch. Alter, okay. Team mit beide Eisenschwert. Okay. Wir haben also ein Team vor uns, die beide ein Eisenschwert besitzen. Wir haben aber einen Bogen mit 19 Pfeilen und das haben sie nicht. Gucken wir mal, was abgeht. Bam padadam bam 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 padam bam padadam bam 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 padadam bam 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 padadam bam 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 bam. Nee, doch nicht. Oh, wir haben viel zu wenig Leben, um jetzt einfach in den Kampf zu gehen. Ich würde sagen, wir gehen mal erstmal ein bisschen in Deckung. Wir gehen ein bisschen in Deckung. Ja, oh, die haben so viele Diamantrüstung schon. Da stehen wir echt ein bisschen blöd da mit unseren Gammelgier hier. Wo, gib mir das Schwert. Gib mir das Diaschwert.
Ja, ob wir so einen kriegen, das weiß ich nicht. Aber Steffen beginnt gleich schon und ohne, also mit der Rüstung, die wir jetzt haben, werden wir nicht viel Chance haben. Vor allem ist dann auch dieses Team. Ich weiß nicht, ob das Team noch existiert. Es war auf jeden Fall eben existent. Das ist das Team. Die beiden sind das Team. Wenn ich einen von denen da raushole. Jawohl. Das Team ist schon mal ausgeschaltet. Jo. Okay, wenn ich den töte, hätte ich auf jeden Fall Full Iron Rüstung. Das wäre schon mal nicht schlecht. Oh, jetzt schnell anziehen. Ein Goldapfel. Okay, wir sind wenigstens Full Iron und haben Goldapfel. Jetzt haben wir noch diese Nuts PvP mit Dia-Rüstung vor uns. Und ja, ist aber ganz okay. Ist ganz okay. Wir haben noch 44 Pfeile. Nuts PvP hat noch Dia-Rüstung und ist kein schlechter Spieler auf jeden Fall. Okay, der Typ schießt schon auf uns. Okay, hallo. Okay. Es wird gegen Nuts PvP mit dieser Dia-Rüstung sauhart auf jeden Fall. Hä? Nee. Denkt er 2 gegen 1. Ist einfach blöd, dass er in die Mitte gegangen ist. So. Okay, wenn er jetzt nicht checkt, dass ich einen Goldapfel esse, könnte ich es vielleicht schaffen. Okay. Hallo. Er weicht auf jeden Fall. Er kann auf jeden Fall gut ausweichen, aber ich kann auch gut abwarten. Auf den richtigen Moment. Oh Gott. Ist auf jeden Fall kein schlechter PvP-Spieler, aber GG. Ich habe auch schon öfters mal eine Runde gegen den gespielt und der hat mich da fertig gemacht. Also das PvP ist auf jeden Fall nicht schlecht. Ich hatte einen Goldapfel, ne? War ein Vorteil für mich. Aber trotzdem, waren 3 schöne Runden. Und ich würde einfach sagen, wir sehen uns dann. Hallo. Ich verbeuge mich bei dir. War ein schöner Endkampf. Du bist verdammt gut, Nuts. So. Ja, was soll ich sagen? Das war eine schöne kleine knackige Runde. Wie heißt das? Quick Survival Games. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, wir kriegen bis Sonntag das 100. Folgen-Special von Ungeschlagen hin. Ansonsten wird es Montag kommen. Ich weiß noch nicht genau, ich versuche es bis Sonntag zu schaffen. Haut rein, Leute, bis zum nächsten Mal und ciao.